So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Tales of Eternia. Noch immer mitten im Kampf gegen die Valkyrie, die ja meint, sie muss mir hier absolut auf die Nerven gehen. Aber, so. Das war der erste gute Treffer. Gut, mit dem Demon Spiral Hammer kriege ich sie auf jeden Fall nicht. Ach so, ja. Ich habe vergessen, mir meine Stun-Sicherheit auszurüsten. Damit sie mich eben genau nicht nochmal so K.O. schlagen kann. Na. Nee, ich komme nicht gegen sie an. Außer mit einem Tempest Strike, wenn ich in der Ecke stehe. Das ist nicht wahr, du. Gut, erstmal jetzt hochheilen, bevor ich jetzt genau den nämlich nochmal kassiere. Und dann als Item auf jeden Fall einen All Divide. Ja, und ich renne natürlich wieder genau rein. Einfach weil ich es kann. Wieso muss sie aber auch grundsätzlich jeden einzelnen Skill kontern, den wir haben? Uiuiui. Ich muss mir da echt was einfallen lassen, das geht so nicht. Ich komme ja auch nicht wirklich nah genug an sie ran, um in irgendeiner Form meine gescheite Attacke zu benutzen. Na komm, zieh Leine. Kann doch nicht angehen hier. Ja. Ist gut, meine Kleine, ist gut. Der Tempest Strike ist irgendwie so ziemlich die einzige Attacke, mit der ich sie, sofern ich nah an sie rankomme, auch wirklich treffen kann. Und natürlich die Twin Sonic Blades, mit denen kriege ich sie auch noch ganz gut so auf Distanz, ja. Das funktioniert noch. Stimmt eigentlich. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja. Lass mich mal in Ruhe, meine Liebe. Und vor allen Dingen lass mich mal hier aus der Ecke raus. Sie bricht mir sogar einen Tempest Strike ab. Gut. Nein, du sollst doch nicht vor sie rennen. Bist du denn des Wahnsinns? Meine Hacke, was war das denn jetzt für eine Aktion von ihm? Gut, dann halt so. Versuch doch einfach mal herauszukommen, Reed. Stell dich doch jetzt mal nicht an wie so ein blöder Volltrottel. Ja, okay, was heißt, Reed soll sich nicht anstellen wie so ein blöder Volltrottel? Im Moment stelle ich mich an wie ein blöder Volltrottel. Es sei denn, ich krieg sie so mal. So. Raus von da, weg. Und gleich nochmal die Twin Sonic Blades und sofort danach jetzt einmal heilen. Weil, dass jetzt der Valkyria Strike kam, war eh absolut logisch. Weil mit dem kontert sie ja jede Art irgendwie. Und deswegen komme ich hier auch gerade mit dem Tempest Strike nämlich nicht mehr wirklich aus der Ecke raus. So, mal heilen. Fireball. Fireball. Ja, ist recht. Puh. Lass mich doch einmal hier aus der Ecke raus. Mehr will ich doch gar nicht. Ja. Erwischt. So, und jetzt ist es mir echt egal. Miracle! So. Dass die Twin Sonic Blades sie aber auch nur zur Hälfte treffen, ist auch so ein Ding für sich. Ja. So. So, weg von ihr. Und da kommt sie gerannt, sodass sie mitten in den Demon Spiral Hammer rennt. Ah. Jetzt kommt wieder die Leck-mich-doch-am-Arsch-Taktik von ihr.
Valkyria Protector. Naja. Ja, kommt angerannt und kurz davor setzt er jetzt den Protector ein. Schön. So. Weg. Kommt sie angerannt? Nein. Gut, dann gibt es einmal Twin Sonic Blades. Und gleich danach nochmal wieder ein wenig Heilung. Ja, ist gut, Valkyria Strike, ich weiß es. Zack, 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 zack. Ich muss meine Lebenspunkte eigentlich nur gut über 1000 halten, sag ich jetzt mal. Wenn ich das schaffe, ist eigentlich gut. So, kriegst du nochmal die Twin Sonic Blades. Wie weit bist du jetzt eigentlich unten? Heilen wir uns erst nochmal. Gehen da mal auf Nummer sicher, dass wir das auch sehen. So. Tempest Strike weg. Ja, ich sag ja, das kann hier echt stressig werden. Wollen wir mal gucken. 11.000 noch. Oh Mann. Okay. Kannst du auch kriegen. Und natürlich gleich wieder ein Valkyria Strike als Konter. Ich sag ganz ehrlich, mir ist der Valkyria Protector als Attacke von ihr fast schon lieber. Der schleudert mich nämlich wenigstens über sie drüber, sodass ich aus der Ecke raus bin. Und wieder mit dem Spiral Hammer getroffen. Das ist natürlich extrem. Ah, ich dachte, ich schaff's noch durch sie durchzurennen. Gut, dann gehen wir lieber gleich auf Nummer sicher und heilen uns nochmal. Danach. Zack. Weil sie mag es ja auch nicht, wenn wir Items einsetzen. So, jetzt bloß auf Distanz. Komm, angerannt. Und mach deinen Valkyria Protector. Boah, was sie für eine Reichweite aber auch mit der blöden Attacke hat. Ja, sie kriegt keinen Schaden von dem. Von irgendwelchen von meinen Attacken. Sobald sie den Valkyrie Protector laufen hat. So. Weg. Und Spiral Hammer. Also der Bosskampf ist stressig. Ich sag ganz ehrlich, das ist einer der Kämpfe, wo ich mir wirklich sage, ich kann froh sein, dass ich einen All Divide hab. Ja, natürlich geht der Twin Sonic Blade dann auch wieder daneben. Ich glaube, ich muss das gleich echt mal in den Commands einstellen. Ja, natürlich trifft auch wieder nur die Hälfte der Twin Sonic Blades. Ah, so, wo konnte ich das machen? Das geht mir jetzt gerade echt tierisch auf die Nerven. Genauso wie mein Kater hier jetzt gerade, weil er irgendwie meint, er muss hier in der Wohnung Terror schieben. Wo habe ich das gemacht? Da oben, genau. Komplett manuell. Danke. Jetzt macht er nämlich nur noch das, was ich ihm sage. Ohne irgendwie dabei noch hirnlos mit zum Gegner zu sprinten oder sonst was. Na komm. Und das macht er dann auch nur noch in die Richtung, die ich ihm sage. Und so kann ich sie dann nämlich da mehr oder weniger fest... Ja, okay, festsetzen vielleicht nicht, aber... Zumindest habe ich die Chance, da noch irgendwas zu machen. So, mal wieder geheilt. Mit dem Tempest Strike komme ich hier trotzdem nicht raus. Ich weiß nicht, wie die Leute das immer gemacht haben. Also ich habe mir mehrfach irgendwelche Videos davon angeguckt. Und... Ja, klar! Sie kann sogar durchsprinten! Was ist denn jetzt kaputt? Wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr bescheißen, ja? So. Ne, 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 Mädel. Ich denk da gar nicht dran, so dumm zu sein. Ach, Mann, lass mich doch einfach mal in Frieden. Ich meine, so viel HP kann sie ja eigentlich nicht mehr haben. So. Gucken wir mal nach. So. Du bleibst jetzt einfach da hinten stehen und lässt dich von mir zu Tode ballern.
Klingt doch nach einem fairen Deal, oder? So. Falsche Richtung. Ach nee. Jetzt auf einmal treffe ich dich dann damit, wenn du rennst. Okay, das war nichts. Das war jetzt ein wenig Fail meinerseits. Wow. Dass ich da noch durchkomme. Komm hier bloß nicht zu nah. Und da geht sie down! 30.000 EP. Heilsame. Jetzt verstehe ich. Es gab etwas, was ich von deiner faszinierenden Kampftechnik lernen konnte. Ich sollte dir danken. Ich werde dir eine Belohnung geben, wie ich es versprochen habe. Nimm dies, ein Schwert außerhalb menschlicher Verstehenskraft, das SD. Wie ist das jetzt ein Schwert? Es wird den Fluss deiner Macht anders lenken und dadurch einen unsichtbaren Schlüssel mit ihm formen. Wenn du an den richtigen Ort gehst, wird das Siegel des Schwertes gebrochen sein und es wird dir gehören. Na, ja, was heißt das jetzt? Aber egal, wir haben sie platt gemacht. Auch wenn es stressig war. Ein unsichtbarer Schlüssel? Ich habe keine Ahnung. Nachdem es ja nicht so aussieht, als würde es irgendwie gefährlich sein, lass uns da erstmal nicht drüber nachdenken. Stimmt. So, jetzt könnten wir uns wenigstens an dem Loadpoint wieder auffrischen. Aber wir haben noch jede Menge Kisten. Savory. Wasserschad. Tuna-Gel, was wir noch nie hatten. Schneesplitter, Bellbane, Feuersplitter, Voltsplitter, Lavendel, Jetboots, 19.125 Geld, die wir nicht brauchen, Elixier, Runenbottles, können wir aber nicht mehr benutzen, eine Crystal Rod, 17.500 Geld, noch ein Sage, ein Beam Shield, okay, Windshard, goldene Rüstung. Da haben wir jetzt richtig viel Spielzeug gekriegt. Mal schauen. Golden Armor. Wasser, Wind, Feuer, Licht, Element. Okay. Das heißt, sie ist eigentlich genau das Gegenteil zu der anderen, die wir vorher hatten. Auch gut. Aber wir haben ja noch unser Beam Shield, was zwar ein bisschen schlechter ist von der Verteidigung her, aber dafür unsere Ausweichchancen erhöht. Nehmen wir es einfach mal mit. Sieht ja eigentlich ganz lustig aus, das Ding. Dann haben wir hier noch eine Crystal Rod bekommen, die zwar einen höheren Attack hat, aber die Intelligenz und so weiter senkt. Naja, nehmen wir sie einfach mal mit. Wird ja schon seinen Sinn haben, dass wir die hier bekommen haben. Schauen wir mal, haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier irgendwie gebrauchen können? Ich denke mal nicht. Gut, wir haben eine Valkyrie besiegt. Wir sind gefährlich. Ja, und hier ist halt noch die Runenbottle drin, die wir immer noch nicht benutzen können. So, jetzt erstmal auffrischen und auf jeden Fall den Spielstand speichern. Heile Maria, Mutter Gottes! Die Dame war stressig. Aber wenigstens hat sich's gelohnt. Muss man ja ganz fairerweise dazu sagen. Wo war's denn jetzt schon wieder bei Skills, genau? So, Semi. Danke. So, ich denke mal, ich werde jetzt auch für den Rest der Videos bei Reed als Figur bleiben. Aber wenigstens wurden wir netterweise sofort komplett nach unten teleportiert. So, damit hier auch gar nichts verloren geht. Safe State, Safe State, Safe State. Ihr könnt mich alle mal. So, rein in den iBird. Wir sind nämlich, leider Gottes, immer noch nicht fertig. Wir haben noch eine ganze Menge anderer Sachen zu tun. Und
eines dieser Sachen erwartet uns am Mount Phalos, wo mein Kater immer noch am totalen Durchdrehen ist. Gut, einmal landen bitte. Denn wir haben hier auf jeden Fall auch noch was, was auf uns wartet, abgeholt zu werden. Und das lassen wir uns auf gar keinen Fall entgehen. Deswegen übernachten wir hier jetzt noch einmal. Und ich bete dafür, dass wir den kommenden Kampf dann auch schaffen werden. Denn der kommende Kampf ist, gering gesagt, stressig. Aber den sehen wir uns im nächsten Video an. Bis dahin, alles Gute und tschö, tschö.